So, damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Und zwar, im letzten Part haben wir ja die ganzen Erkundungsmissionen erledigt. Jetzt werden wir eine der beiden Hauptnebenmissionen machen. Beziehungsweise, es wird als Hauptmission angezeigt. Und zwar, dass wir den einen guten Bauern, den Tererum, finden sollen und halt retten sollen, wahrscheinlich weil er eingesperrt ist. Das war das, glaube ich, so wie ich das gelesen habe in der Beschreibung. Und ja, das werden wir dann doch mal machen direkt. Senno, hau rein. Ziel lokalisiert. Das ging schnell. Irgendwas hat uns da gerade beobachtet. Oh fuck, daneben! Los, kletter hoch. Können wir hier noch irgendwo was plündern? Nicht wirklich, ne? So. Das ist Bayek! Er wird uns retten! Ja, genau. Ihr habt recht. Geh! Schnell! Wo ist Theremon? Ah, bei Amun. Er erlag seinen Wunden. Seine Familie wird ihn anständig begraben wollen. Ja, zu schade eigentlich, dass er nicht überlebt hat. Oh oh. Schnell weg hier. Dich habe ich jetzt immer so gar keinen Bock. Und tot. So, haben die irgendwas für mich? Nein. Gut. Level 6, sehr schön. Damit bin ich äußerst zufrieden. Damit können wir gleich wieder eine neue Fähigkeit einstellen. Und jetzt gehen wir erst einmal hier unten lang. Damit uns hier nichts mehr findet. Alter, Alter. So. Wenn wir dann diese Mission erledigt haben, gucken wir mal, was es noch für Missionen gibt, wenn es keine mehr sind, die offen sind. Dann werden wir direkt mit der Hauptmission weitermachen und Siva hinter uns lassen. Quasi, so gesehen. Weil in Siva haben wir ja nur eine Sache zu tun, und zwar diesen einen komischen Typen da töten. Diesen Priester, Oberpriester vom Pharao. Was haben Sie mit Theremons Hof gemacht? Ich bringe traurige Kunde. Wo ist Issa? Sie liegt hier, mit ihrem Sohn und ihrer Tochter. Die ganze Familie? Leider. Auch Theremon scheint den Preis für seinen Leichtsinn bezahlt zu haben. Ich habe ihn gewarnt, dass Aufsässigkeit nur Qual und Leid über ihn bringen würde. Was ist passiert? Sie haben die Soldaten kommen sehen und sich im Keller versteckt. Aber die Soldaten brannten das Haus nieder, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Ach, tut mir leid. Leg die Leiche hier ab. So können sie gemeinsam in die Duat reisen. Werden wir machen. So viel Tod in der Oase. Wir können sie nicht mal anständig begraben. Es ist nicht deine Aufsässigkeit, die dich getötet hat, Sammy.
Es war Ptolemäus. Er wird mehr finden, als er hier hatte. Ja. Traurig. Aber was willst du machen? Ne? Diese Zeit war eben nicht gerade für seine feinen Sitten bekannt. Warte mal, was ist denn jetzt los? Hä? Schön, dich zu sehen, Bayek. Ist ja alles. Okay, gut. Dann werden wir die hier. Gut, Rabia. Es geht schon. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Gut, dann werden wir jetzt die Hauptquest weitermachen. Und zwar müssen wir jetzt für diesen blöden. Aber bevor wir das machen, werden wir ja noch erst einmal unsere Fähigkeiten verwenden. Waffenträger. Ich kann jetzt eine zweite Nahkampfwaffe tragen. Das ist gut. Danach kommen wir auf Hochleistungserfahrungspunkte. Hochleistungskombo. Und Ultra-Hochleistung. Verdoppelt den Schaden deiner Hochleistungsfähigkeit. Hochleistungskettenwurf. Bap. Nimmt den Gegner seine Waffe weg und schmeißt ihn auf den nächstliegenden. Oh. Das sind alles wunderschöne Fähigkeiten. Deswegen werden wir jetzt den Waffenträger machen. Was ist das hier? Angriff und Stoß. Halte nach einem Angriff R1 gedrückt, um einen Stoß-Angriff-Kombo auszuführen. Hm. Was ist das? Ach ja, Ultra-Hochleistung. Die kann ich jetzt schon machen? Warte mal, der gibt mir ein, der braucht ein, der braucht auch ein, der braucht zwei. Also insgesamt bräuchten wir vier. Was ist das? Kieselgras? Ein einzigartiger Glassplitter, der zur Dokumentation von Grabmälern strahlt unbehagen aus. Okay. Hm, egal. So. Das haben wir gemacht. Klettern wir mal hier hoch. Einfach nur so. Aus Jux. Oh Mann. So. Papp. Hä? Ach so. Ja, das ist ja cool. Wenn ich jetzt zum Beispiel so stehe, auf meinen Gegner warte, kann ich ihn so umnieten. So, dann benutzen wir jetzt mehr Zenu. Ziel lokalisiert. Finde und töte Medunamu. Okay. Lol, wie sehe ich denn aus? Blut überströmt. Hä? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Tempel des Amu. Ah, der Platz, okay. Die den Trailer oder doch
halt das erste Gameplay von Assassin's Creed gesehen haben auf der E3, war das, glaube ich, werden sich an diese Umgebung hier erinnern. Heiliger Ort! Bayek, bist du es wirklich? Dies ist ein heiliger Ort! Ganz ruhig. Ich hole euch hier raus. Bayek, bist du es wirklich? Hier sind noch andere Priester gefangen. Insgesamt 4. Versteckt euch, bis ihr ungesehen entwischen könnt. Oh Gott. Oh fuck. Schnell weg hier. Du synchronisiert, Scheiße. Was muss denn der jetzt auch da rumlaufen und das da alles sehen? Und warum musste mich der da oben sehen? Und warum konnte ich nicht in Donamo mit einem Sprung einfach aus dem Leben locken? Fragen über Fragen. Faules Dreckspack! Macht euch mal... Den Göttern sei Dank! So, weg mit dir. Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. So, zack. Wenn da jemand ist, dann lass mich raus und kämpfe. Den direkt töten? Nein, kann ich den direkt töten? Ja, will ich aber jetzt nicht. Nein, das wollte ich nicht. Erstmal verstecken. Thank you.
mein Geld habe. Dann lass mich raus. Alter, eine ganze Armee! Hallo, hallo! Ach Gott, das gestaltet sich ja schwerer als ich dachte eigentlich. Ist da jemand? Wäre ich kein Priester, würde ich euch die Schädel einschlagen. Ist da jemand? Seid verflucht! Geht es euch gut? Ich bin ziemlich mitgenommen, aber es geht schon. Versteckt euch, bis ihr aus dem Tempel schleichen könnt. Okay, Metonamun ist draußen. Was? Wo ist der? Da ist der. Boom, dann machen wir das mit dem Pferd. Ist zwar nicht mein Pferd, ist aber egal. Hauptsache alle tot. Was wird er plündern? Okay, da ist nix. Jetzt, solange keiner hier ist, kann ich hier die ganzen Sachen hier... die ganzen Leute befreien, wenn ich sie finden sollte.
Zack. Auch noch eins. Oh, direkt kritischer Schaden. So, einmal absteigen. Hier sind doch bestimmt Schätze, oder? Nö, das ist ja scheiße. So, mein Gott, das dauert wieder schon viel zu lange. Ich würde dann sagen, dass wir hier jetzt erstmal dann eine Pause einlegen und den Typen dann in der nächsten Folge umbringen, oder? Beziehungsweise hier noch ein kleines bisschen Tumult machen. War tot. Na? Neuer Kriegsbogen. War mal schnell hier rein. Bayek, was hast du hier verloren? Vorsicht, die Soldaten sind überall. Oh. Was war der denn? Bayek, was hast du hier verloren? Ich bin am... Bayek, sie töten dich, wenn sie dich hier finden. Werden sie nicht. Gut, wir haben gespeichert. Heißt, wir werden hier jetzt erstmal eine kleine Sendepause machen und uns dann im nächsten Part wiedersehen, den ich jetzt noch aufnehmen werde. Bis dahin, wir sehen uns, macht's gut. Bis zum nächsten Part.